Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Ja, was machen wir heute? Was hätten wir für eine Challenge? Ja, was wollen wir machen? Wir machen Bethany. Und dann gehen wir mit ihr Richtung Lamp. Und eventuell Mega-Satan. Ist, denke ich mal, eine gute Idee. Nehmen wir mal mit. Könnte ganz interessant werden, wenn wir uns ein paar starke Wisps dazu holen können. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall unsere Angel Deals kriegen. Ansonsten wird das mit Mega Satan nix. Ein Soulie Soul Heart. Ah, wir haben Hasch noch nicht. Wie habe ich das bitte schön gemacht? Da muss ja nach Mutter oder, also nach Mom oder so, muss irgendwann mal ein Delirium-Portal gekommen sein. Weil ich habe Hasch nicht, ich habe Mega-Satan nicht, aber ich habe Delirium. Das ist ein bisschen seltsam. Oh shit. Aber gut, wir konzentrieren uns in dem Run wirklich auf Lamp, Mega-Satan. Dass wir das mal so ein bisschen abgeschlossen haben. Und dann können wir irgendwann mal zu Hasch rushen. Irgendwann mal ganz entspannt. Und ich sehe schon, ich werde sterben. Ich bin schon so gut wie tot. Oh mein fucking Gott. Okay, nice. Jetzt den Kollegen noch irgendwie. So, wo ist denn bitte schön mein schöner Goldraum? Ich bräuchte ihn doch sehr. Okay, hier ist nichts. Ist halt auch wieder mal schön, dass ich die Karte nicht sehe. Von oben sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ne, von oben sind wir nicht gekommen. Okay, ausweichen, nicht treffen lassen. Da ist der Goldraum. Bitte, bitte, bitte. Lieber Goldraum. Etwas Gutes für mich. Nee. Ich will halt nicht als Blue Baby wiederkommen. Da habe ich halt überhaupt gar keine Lust drauf. Wir können halt noch hoffen, dass der Shop irgendwas Schönes hat. Mal schauen. Auch jetzt nicht so gut.
Es ist nicht gut. Aber ich würde sagen, die erste Ebene war schon sehr... Bis aufs Item aus dem Goldraum war die erste Ebene schon ganz gut. Wir haben auf jeden Fall gut was an Ressourcen. Ja, nehmen wir erstmal mit. Das nehmen wir erstmal mit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall genug Schlüssel in diesem Run haben. So, dann schauen wir mal, welchen Boss wir jetzt... Nicht cool. Oh, weißt du was? Wir erhöhen den Damage mal. Los, bring ihn um. Bring ihn um. Nice. Ja, nehmen wir mal mit. Wir gehen nochmal auf eine normale Ebene. Wir gehen nochmal auf eine normale und dann gucken wir mal, dass wir auf die andere Ebene gehen. Damit wir noch ein bisschen Items abgreifen können. So, was haben wir denn hier? Kein Herz da drin, ne? Schade. Okay, nice. Goldraum. Bitte hab was Gutes. Ja, ist nicht so gut. Sind wir mal ehrlich. Und ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt muss ich richtig vorsichtig sein. Okay, nice. Was wollen wir aus dem Shop? Eventuell sowas wie BFF. Würde das die Wisps auch stärker machen? Ich glaube. Und das wäre mega gut. Dann vielleicht noch das Trinket, damit die Begleiter schneller schießen. Wäre halt auch nicht schlecht. Und dann natürlich irgendeinen schönen Angel-Deal, ne? Aha. Homing Tears. Wollen wir die Bibel mitnehmen? Weiß nicht. Könnte aber eventuell hier der Secret Room sein. Okay, so viel dazu. Nein, jetzt habe ich keine Bombe mehr. Bombe. Schade. Okay, zum Glück nur der Duke. Oh mein Gott. Zum Glück nur der Duke of Flies. Das ist ein Herz. Und ich kriege einen Angel Deal. Okay, was haben wir denn für Karten?
Zwei Soul Hearts kann man mitnehmen. Und ich habe keine Bombe. Ich habe keine Bombe. Hit. Okay. War noch irgendwas im Shop, was mir weiterhilft? Nicht wirklich, ne? Das nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Allein, um eventuell Bookworm zu bekommen, können wir das schon mitnehmen. Okay, jetzt haben wir schon eine riesige Armee von denen. Das ist auf jeden Fall nice. Das nehmen wir trotzdem wieder mit. Ja, und dann können wir eigentlich weitergehen. Gibt ja nicht mehr hier zu erledigen. Ah, es ärgert mich aber, dass ich an die Bombe nicht gedacht habe. Wow. Wir heben uns die Bombe auf. Okay. Ich glaube, es wäre vernünftiger, wenn ich jetzt erstmal den Goldraum suche und wir eventuell ein bisschen stärker werden. Bevor ich jetzt anfange und mich zum Boss teleportiere. Ja komm, bringt sie um. Oh, das ist schon schön, dass wir so viele Wisps haben. Nice. Ja, nehmen wir den mit. Vielleicht können wir den ja auch selber triggern. Wir gehen jetzt direkt zum Boss. Ja, wir können den selber triggern. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, ist das stark. Leider kein Angel Deal. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Kombo. Wir können den Kackhaufen selber triggern. Und dann stehen wir da drin und können sie alle unglaublich schnell killen. Das ist mega gut. Stirb. Nice. Ja, nee. Da muss ich jedes Mal zu dem Feuer zurückrennen, weil ich mir gerade gedacht habe, ich könnte ja auch eigentlich als Lost durch die Gegend. Aber sobald ich einen Raum geklärt habe, verwandle ich mich ja wieder zurück. Also können wir doch einfach dabei belassen, wie es ist. Nice.
Wir gucken erstmal weiter. Vielleicht kriegen wir ja irgendwo noch ganz viel Geld her. Bevor ich anfange, das Ding in die Luft zu sprengen. Macht keinen Unterschied. Okay, den spreng ich aber jetzt. Yes, ganz viel Geld, Bomben. Das war gut. Das war eine gute Ausbeute. Ach du Scheiße. Oh, ich verliere meine Wisps. Okay, das heißt... Was mache ich jetzt? Ich verwandle mich erstmal zu Lost. Geh in den Cursed Room. Dann mache ich die Spiegelwelt, den Boss. Und dann gucke ich nochmal im Shop vorbei. Weil vielleicht habe ich dann noch mehr Geld. Oh. Nice. Wir haben 2 Luck. Könnte ganz gut werden mit 2 Luck. Dass wir ab und zu mal so eine Spritze schießen. So. Spiegelwelt, ich komme. Und dann hoffen, dass wir auf der nächsten Ebene nochmal einen schönen Angel Deal kriegen. Okay, jetzt keinen Unsinn machen. Nein, meine Wisps. Sie werden immer weniger. Scheiße. Komm, Stier. Ja, so läuft das. Ein rotes Herz. Nice. Können wir beim Boss wieder benutzen. Ja, ich könnte jetzt hier... Aber Mother haben wir eh schon besiegt. Warum sollte ich das dann mitnehmen? Macht keinen Sinn. Mr. Me. Bringt mir nix. Mr. Me, ja, eigentlich ein cooles Item, aber... Ich bin ganz ehrlich, was soll ich damit? Stirb. Okay, Bosskampf jetzt gleich. Hoffentlich läuft es in der Spiegelwelt genauso gut wie in der anderen Welt. Warum? Ich hab doch nur... Ja, nee, stimmt. Bei Lost kann ich das ja gar nicht benutzen. Lost hat ja gar keine Leben. Oh, bin ich dumm. Okay. Neuer Versuch. Lost hat ja keine Leben. Das waren ja die Leben von Bethany aus der normalen Welt und nicht aus der Spiegelwelt da. Oh, bin ich dumm.
Ja gut, kann dem Besten auch mal passieren. Du hast die Wisp doch gar nicht getroffen. Oh mein fucking Gott. Okay. Jetzt auf jeden Fall die Bomben beibehalten. Vielleicht kriegen wir ein besseres Item aus dem Goldraum. Vielleicht läuft alles jetzt besser. So, hier haben wir direkt den Boss. Aber wir suchen uns erstmal den schönen, schönen Goldraum. Boah, mir werden Schlüssel hinterhergeworfen. Das ist ja unglaublich. So, hier, Goldraum. Boah, und ich höre schon, der spawnt wieder ganz viele Spinnen. Okay, du bist schon mal tot. Nice. Ja, und wir sehen nicht, was wir kriegen. Ist okay. In Kombination mit den richtigen Items ist das gar nicht so schlecht. Ich würde gerne die Karte mitnehmen. Karte könnte was Gutes sein. 1 Cent sollten wir auf jeden Fall noch irgendwo herkriegen. Da haben wir schon einen. Wir gehen da oben aber nochmal hin. Wäre cool, wenn wir hier das HP ab rauskriegen. So, was haben wir denn noch? Wir haben da unten noch einen Raum. Gut. Dann erkunden wir den und dann gehen wir nochmal zum Shop rüber. Au. Ich bin tot. Läuft ja super. Oh. Oh. Nur lass mich raten, ich kriege jetzt keinen Schlüssel. Da haben wir ihn. Bitte was Gutes. Ach du Scheiße. Ich meine, ist okay, gibt auf jeden Fall schlechtere Items, aber keine Ahnung. Solange ich keine Bomben habe, bringt es mir nichts. Genau das gleiche Item aus dem Run gerade. Super. Ein halbe Herz. Was mir aber nichts bringt. Wenn ich wenigstens was hätte, wo ich mit Herzen bezahlen kann. Ja. Okay. Kleiner, kleiner Kackhaufen. Und zeig mal, was du kannst. Komm, stirb einfach. Aber du nimmst auch so wenig Schaden, ne? Okay, nehme ich mit. Ja, mehr kann ich hier schon gar nicht machen, ne?
Wir gehen erstmal auf der normalen Ebene weiter. So. Und jetzt nicht mehr treffen lassen. Oder ganz viele Herzen finden. Okay. Ach du Scheiße. So viel dazu, ne? So viel zu nicht treffen lassen. Es ist halt aber auch echt räudig, wenn man mit Bethany kein gutes Item zum Start hat. Sie kann ihre Herzen nicht durch irgendwelche Soul Hearts schützen. Im Prinzip muss man sie los spielen, nicht getroffen werden. Und das finde ich ein bisschen unfair. Aber gut, was weiß ich schon, ne? Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei rote Herzen. Vielleicht können wir uns den Schlüssel für Mega-Satan auch über den Sacrifice Room holen. Wäre natürlich auch mega gut. Und die Engel im Sacrifice Room zu töten, ist leichter als man glaubt. So. Schauen wir mal, wo der schöne Goldraum ist. Das ist nicht der Goldraum, aber okay. Nehme ich auch mit. Motherfucker. Ganz viele Bomben. Das bringt mir nichts. So, jetzt können wir das kaufen, können wir mal runter gucken und dann sehen wir, dass eh alles teuer ist. Aber okay. Vielleicht für zukünftige Jobs, für zukünftige Shops. Vielleicht liegt da dann irgendein gutes Item drin. Mein fucking Gott, geht mir aus dem Weg. Kommt mir nicht zu nah. Big Chubby. Ist okay. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. So. Bitte lass es ein Secret Room mit ganz vielen Herzen sein. Bitte, bitte, bitte. Das ist doch dumm. Wir probieren's. Auf jeden Fall haben wir dann auch gleich mehr Damage gegen den Boss. Also, wir gucken mal, was da jetzt gleich bei rauskommt.
Okay. Kriegen wir irgendwo noch ein Herz her? Ich glaube nicht, oder? Bullshit. Ach man, gib mir doch ein Herz. Okay, ich habe 29 Cent. Was war hier unten? Bringt mir nichts. Perthrow, das ist gut. Und The Sun. Oh mein Gott. Sun mega gut. Nice. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall eine gute Feuerrate haben wir. Klar, auch durch Luna. Aber... war schon mal nicht schlecht jetzt. Nice. Der ist tot. Hat nicht so ganz geklappt mit den Trollbomben. Nice. Und wir haben den Schlüssel. Jetzt die Frage, reroll ich das? Nein. Wir nehmen das mit. Und dann hoffen wir, dass wir im nächsten Angel Deal rerollen können und was Besseres kriegen. So, die Vorkehrungen sind auf jeden Fall schon mal getroffen. Oh mein Gott. Was ist das für eine Scheiße hier? Oh mein fucking Gott. Okay, will ich das rerollen? Das ist gut. Das ist eigentlich sehr gut. Nehmen wir auch mit. Okay. Immunity gegen Spikes und Shit auf dem Boden. Gefällt mir. Ey, erfolgreiche Ebene. So, jetzt kann ich hier einfach drüber laufen. Juckt mich nicht. Aber das wird mir bei so vielen Räumen und Gegnern helfen. Damage up. Wo sind wir? Wir gehen hier rein. Volles Risiko. Oh.
Unschön. Unschöne Ebene. Yes. Oh, das fängt doch gut an. Das fängt doch schon mal sehr gut an. Mit Luna können wir unsere Feuerrate noch mal schön erhöhen gleich. Die Bomben muss ich mir nicht für die Engel aufheben, weil ich die Schlüssel ja schon habe. Oh, nice. So, hier. Speed up. Speed up. Oh, what the fuck. Okay, dann müssen wir halt weiter. War jetzt nicht meine Absicht. Aber da kann ich ja jetzt auch nichts dran ändern, ne? Oh, ich glaube, das wird ein guter Run. Nimm die Bombe doch mit. Ich glaube, das wird ein guter Run. Nice. Immer schön die Wisps spawnen. Damit wir viele schöne kleine Begleiter haben. So, das machen wir auch mal auf. Warum kommen denn nicht mehr Wisps? Ich verstehe es nicht. Nein, das will ich nicht. Bringt mir halt auch gar nichts. Nice. Oh, Steam Sale. Oh mein Gott. Yes, Black Candle auf jeden Fall. Hey, was? Hier kann ich. Nehme ich nicht mit. Ja, ist ein gutes Item, weiß ich, aber bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan von. Vor allen Dingen habe ich so eine gute Feuerrate. Die will ich mir jetzt nicht wegen sowas kaputt machen. Okay, wir haben nichts, wofür wir die roten Herzen verwenden können. Ein
Nice. So. Oh, und ich kann über die Kotze von denen laufen. Da brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Ach, ist das schön. Stars. Auch gut. Mal, wie schnell wir den jetzt platt machen werden. Und kein Angel Deal. Wollt ihr mich verarschen? Ist ja unverschämt. Das ist ja jetzt wirklich unverschämt. Okay. Ja, komm, wir nehmen es mit. Wahrscheinlich werde ich mein Geld noch rausschmeißen. Also ausgeben. Aber gut, man kann es ja erstmal mitnehmen. Money equals power gibt einem auch nicht so viel Damage, wie man glauben mag. Ist nicht das beste Damage-Up. Klar, wenn du es jetzt kombinieren würdest mit hier Deep Pockets und sowas, okay. Ach, komm schon. Komm. Zack, 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 zack. Jeder Hit ein Treffer. Jeder Hit ein Treffer, natürlich jeder Hit. Jeder Schuss ein Treffer. Ich will die Karte aber nicht, ne? Wir können Justice so mitnehmen und dann gehen wir einfach weiter. Nicht der beste Shop, mein Freund. Nicht der beste Shop. So, gehen wir erstmal hier. Wir gehen eh gleich nochmal zurück und erkunden den Rest der Ebene, aber erledigen wir erstmal hier alles. Geh weg. Oh, habe ich eine schöne Feuerrate. Würdest du bitte... Wow. Nein, meine ganzen schönen Wisps sterben. So, jetzt müssen wir erstmal zum Anfang zurück. Ach, ich kann doch einfach über die Stacheln drüber laufen. Magician brauche ich eigentlich nicht. Das könnte interessant sein. Es ist recht interessant. Warum machen wir das so? Okay. Das aufsprengen. Hier nochmal einen Buff mitnehmen. Okay.
Okay, dann können wir gleich mal Richtung Boss gehen. Gut. Brauch noch ganz viele Herzen. Na gut, dann haben wir alles erledigt. Dann hoffe ich mal, dass auf der nächsten Ebene noch irgendwie ein paar coole Sachen kommen. Einfach mal hoffen, dass der Angel Deal, den wir hoffentlich gleich bekommen, was Schönes hat. Hat mir ein HP abgegeben, oder? Ich meine, Adult gibt doch eigentlich ein HP ab, oder? Perfection. Okay. Was soll ich da groß überlegen? Habe ich irgendwas, was Luck basiert? Nein, also nehme ich es auch nicht mit. Okay. Wir gehen erstmal hier lang. Bringt mir nicht viel hier. So. Schnell bringen sie um. Ich darf keinen Schaden kriegen. Es ist halt schön. Ich kann es irgendwie in jedem Raum aktivieren, ne? The Fool. Brauche ich jetzt gerade nicht. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht brauche ich die später noch. Aber jetzt gerade ist es egal. Oh nice, ganz viel Geld. Ist halt überhaupt nicht gut. Chaos. Komm, für einen Zehner kann man Chaos ruhig mal mitnehmen. Bringt mir nichts. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay, da haben wir eine gute Ausbeute gemacht, würde ich behaupten. Dann smelten wir das. Jetzt haben wir das immer bei uns. Und dann nehmen wir das wieder mit. Ich denke mal, das war ein guter Schachzug. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch die Knochenherzen, die uns so ein bisschen Schutz geben. Ja, ich denke mal, das war ganz gut. Auch wenn wir kein Secret Room mehr finden oder aufmachen, werden wir trotzdem noch eine gute Feuerrate haben. Perfekt, würde ich sagen. So, nehmen wir den mit.
Schade. Boom. Stirb, Mutter. Wir wollten zu Lamp. Das heißt, wir müssen das mitnehmen. So. Okay, wir wollen einfach in die Richtung. Und wir wollen bestenfalls rote Herzen irgendwo auftreiben. Damit das Krönchen wieder aktiv ist. Herzen? Schade. Ja, fast. So, die Krone ist wieder aktiv. Wir haben unsere 20 Damage. Wo muss ich denn hin? Ach, da muss ich hin. So. Komm schon. Ich habe keine Bomben mehr. So, jetzt müssen wir mal eben zurückrennen. In irgendeinem der Secret-Räume waren noch ganz viele rote Herzen. Ich glaube hier, ne? Nice. So. Mega Satan, ich komme. Du solltest dich lieber warm anziehen. Jupiter. Nee. Jetzt bin ich so ein Fettsack. Ist ja auch ein bisschen uncool. Nochmal Damage erhöht. Ja, wir gehen hier lang einfach. Nice. Hierfür muss ich das Buch noch nicht mal aktivieren. Hierfür machen wir es mal an. Nicht, weil man es unbedingt dafür braucht. Aber das macht es auf jeden Fall angenehmer. Fool. Jo, Bomben. Ah, nehmen wir direkt den Raum hier gegenüber. Okay. Und da ist schon der Boss. Okay.
Dann auf geht's. Oh mein Gott, was eine Zerstörung. Okay. Wir trauen uns. Der Plan ist Hush, Lamp, Mega-Satan. Das ist der Plan jetzt. Und dann nehmen wir Restock. Oh. Ja gut, nehmen wir mit. Ist okay, ist okay, ist okay. Kann man mitarbeiten. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was haben wir denn noch so? Das ist alles uninteressant. Okay. Sorry, ich muss jetzt mal eben hier alles abchecken. Weil das könnte extrem gut werden, wenn wir Hush jetzt noch mitnehmen. So, Hangman. Okay, rein. Oh, wir werden Hush so auseinandernehmen, habe ich das Gefühl. Vielleicht hätte ich hier diesen Flatstone nicht mitnehmen sollen, okay. Aber selbst mit dem. Das wird eine Zerstörung. Kann ich einfach hier so mich nur so ganz wenig bewegen? Na komm, dann weichen wir halt ein bisschen aus. Ist auch okay. Und danach können wir immer noch zur Mega-Satan-Ebene gehen. Und dann haben wir drei Sachen abgeschlossen mit Bethany. Boah, ist das gut. Auch wenn Bethany jetzt ein ekelhafter Fettkloß ist. Ja, meine Wisps hauen. Aber okay, scheiß auf die Wisps. Wäre halt schön, wenn sie überleben würden, aber gut. Egal. Oh mein fucking Gott. So, einfach schön hier stehen bleiben. Hier rein mogeln. Oh, jetzt kommt die Scheiße von hinten, ne? Easy. Easy peasy. Bisher noch nicht einmal gehittet worden. Ich meine, werde ich sicherlich jetzt gleich, weil ich so eine große Klappe habe. Aber bis jetzt. Mega gut. Keine Chance hat Hush. Gute alte Hushy Boy. Nice. Boah, Hush, du bist so ein Lappen.
Wir haben das Negativ. Wir wollen also hier lang. Boah, Harsh, du bist so ein Lappen. Ich habe keine Bomben. Ach, ich laufe sogar schon den richtigen Weg. So, du bist schon mal tot. Wo ist... Da ist der andere. Oh mein fucking Gott. Aber das ist halt auch so geil, dass sie diesen Punching Bag hinterher rennen. Können wir mal eben machen. Wie das aussieht. Oh mein Gott. Wir werden Satan so auseinandernehmen. Keine Chance. Au. Oh. Satan hat mich wenigstens mal getroffen. Da kann Harsh sich mal eine Scheibe von abschneiden. Okay, was haben wir denn hier? Sacred Heart! Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist halt... Keine Ahnung, das geht schon zu weit. Das grenzt ja schon an Vergewaltigung der Gegner ein bisschen. Ich habe einfach 42 Damage. Mein Gott, ist das sick. Jetzt holen wir noch ein bisschen die Tears-Ups. Ja, scheiß auf Lockdown. Lock up. Shot speed down, scheiß drauf. Nice. Oh mein Gott, ist das nice. Oh, das fühlt sich so gut an. So, jetzt machen wir Lamp eben mal platt. Trullululululu. Lamp hat keine Chance. No. So, jetzt erkunden wir die Ebene auf jeden Fall noch zu Ende. Und dann gehen wir Mega Satan killen. Oh, der wird ja so keine Chance haben. Nehmen wir mit. 46 Damage. Das ist so krank. Das ist so krank. Yay, wir können unsere Tiers, unsere Feuerrate noch mal ein bisschen erhöhen. Mega.
Oh mein Gott, das ist so unfair. Es ist einfach so unfair den Gegnern gegenüber. Da hinten halten wir sogar noch ein Secret Room. Werden wir auch noch hingehen, bevor wir zu Mega Satan gehen. Alles ausschöpfen. So stark wie möglich werden und dann zu Mega Satan. Das ist halt der Plan, ne? So, jetzt müssen wir uns gleich irgendwo ein Herz einsammeln, aber selbst ohne die Krone haben wir immer noch 24 Damage. Wir machen die Boss halt immer noch so schnell kaputt. Alter. Läuft die Aufnahme? Ja, die Aufnahme läuft gut. Ach, ist das schön. Will ich hier noch irgendwie... Scheiß drauf, jetzt sind wir spawnen. Jetzt haben wir noch mehr Damage. Du Scheiße. Wir haben einfach 53 Damage. HP ab. Okay, nice. Boah, die Spinne im Gesicht, ey, das ist so widerlich. Was bringt Spider-Baby? Bringt, glaube ich, gar nichts, ne? Nein, wir gehen einfach jetzt so. Wir gehen jetzt so hier rein. Wir machen den eh komplett. Wir zerstören den einfach. Aber wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Seine erste Hand ist schon dahin. Ja gut, jetzt habe ich Damage bekommen. Shit. Aber es ist halt immer noch so krass. Das ist doch nicht normal. Omega Satan, du bist so ein Lappen geworden. Früher warst du vielleicht noch mal stark und gefährlich, aber heutzutage... Du wurdest abgelöst von anderen Bossen. Na, was haben wir da? Och, ein Engelchen, ja. Och. Nun gut. Dann machen wir mal weiter. Immer schön in Mega-Satans Gesicht. Tullululululu. Kommt, zweite Phase. Ja, ich würde mich dann schon mal bedanken. War ein sehr schöner Part. Auch wenn das Video wirklich problematisch angefangen hat. Mussten ja ein paar Mal neu anfangen. Bethany ist halt, ne? Bethany ist gut. Das ist schon, ich glaube, der zweite oder dritte richtig krasse Run mit ihr. Man kann gute Sachen mit ihr kriegen. Man kann gute Synergien mit ihr kriegen. Aber es ist halt auch so, du darfst dich nicht treffen lassen, sonst kriegst du keinen Deal und dann bist du am Arsch. Ich meine, schaut euch das an. Wenn ich jetzt keinen Schaden bekommen hätte... Dann wäre Mega Satan schon längst tot. Mit den 50 Damage. Hey. Ja. Ist doch schön. Mal gucken, was wir gleich alles freischalten werden. Und tschüss. Alabaster Box, okay. Glowing Baby. Okay, Glowing Baby kenne ich jetzt, glaube ich, nicht.
Aber wir können sie halt auch abschließen, ne? Wir müssen nur noch Greedia und dann Beast mit ihr machen, dann ist sie durch. Ey, wie krank. Werden wir vielleicht in Angriff nehmen. Nächstes Mal Greedia mit ihr. Greedia Mode könnte halt auch so gut werden mit ihr. Bethany, du bist eine gute Bethany. Na gut, Leute, würde ich sagen, war es das für den Part. Schaltet auf jeden Fall im nächsten Part auch wieder mit ein. Habt einen wunderschönen Tag und ich sag mal, bye bye.